Welcome back to another German Food Review. And it's Haribo time. Haribo Happy Cherries. So, Gummy Cherries. And, yeah, Haribo. Nice stuff. I think 200 gram price 66 cents reduced. Regular price is like 1 euro to 1 euro and 20 or so. Okay. 350 calories. Oh, just 46% sugar. Okay. And low salt. This German, what's that here? No idea. Sugars, of course, in there. And other stuff. Apple. I guess these are colors. Don't know. Without artificial colors. Okay. Best before date. No, let's open it. Very easy. Snap test. Oh, it smells like cherry. Not bad. Okay. Yeah, they look all the same, I think. Yes. All the same. Okay. Let's do something here. It's eating time. Should I cut this one here? Yeah, let's cut it. Hard to cut. Very hard to cut. Now it's a proper cherry. Nice consistency, not too soft. And it tastes like, yeah, cherry. I like the consistency. Yeah, taste that cherry, that's it, sweet. Nice consistency. Maybe one whole bag of this is a little boring. But if you love that stuff, then one bag is the right amount. Here we go. I have something so bite here. Look at this, how stable this is. Two cherries. No chemical flavor. Just, yeah, let's call it cherry. Haribo cherry. Last one. Thumbs up for Haribo. Nothing wrong. Maybe a little too boring. But yeah, 5, 6, 7, 8. Or more are okay, but a whole bag would be too boring for me. But it's tasty. And it's not super sweet. Yeah. Thumbs up. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt etwas von Haribo. Haribo macht Kinder vor. Und Erwachsene ebenso. Und zwar Happy Cherries. Da war so eine ganze Wühlbox im Rewe und alles war irgendwie reduziert auf 66 Cent. Aber das Zeug ist ja öfter mal reduziert. Standardpreis so zwischen 1 Euro und 1,20 Euro, würde ich mal schätzen. Und, oh, hier ist, oder habe ich den zerschnitten? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, und es sind nur Kirschen drin. Paare. Kirschpaare. Und die mögen sich sehr. Die sind zusammengewachsen. So sehen sie aus. Und
Haben auch nur 46% Zucker. Das ist jetzt nicht so super hoch für so ein Ding hier. Und 350 Kalorien. Ganz schön viel Protein dafür, glaube ich. Was ist hier drin? Ja, das kann man richtig schlecht lesen. Weiß auf transparentem Hintergrund ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja, ohne künstliche Farbstoffe. 200 Gramm Beutel Haribo Born. Ja, ging mir sehr leicht auf hier. Sehr gut. Und so sieht's aus. Wenn wir mal hinschneiden. Das ist ziemlich schwierig zu schneiden. Ja, so viel Kraft habe ich nicht. Bin ich so stark. Aber ich habe es geschafft. Fast. Hier. Eine kaputte Cherry. Oder zwei sind ja hier. Das erste, was mir gefällt, ist auf jeden Fall die Konsistenz so. Die ist irgendwie fester. Die ist nicht hart, hier ist schon weich, aber es ist wie hart, wie fester Gummi, den man nicht so leicht zerreißen kann. Guckt euch das hier an. Oh. Jetzt sind sie getrennt, mögen sich nicht mehr. Ja, und schmeckt nach Kirsche leicht und das ist nicht super süß. Ja, das ist ganz angenehm, dass es nicht so knallersüß ist. Kann man schon essen, aber ich denke, so ein ganzer Beutel hier wäre ein bisschen zu langweilig. Denn es ist immer dasselbe. Ich würde mal sagen, dass man nach einer Handvoll, so 10 Stück oder so, ja, einen anderen Geschmack haben möchte. Und trotzdem schmeckt es gut. Vielleicht sollten sie einen Mix machen, Kirsche und Äpfel oder so. Kann man auf jeden Fall essen und hat auch schön was zu kauen und die einen richtig schönen Widerstand. Spirulina. Zucker. Ja, ist gar nicht so süß, schmeckt ein bisschen nach Haribo-Kirsche. Ja, Gummibär-Kirsche so. Kommt schon Daumen nach oben, aber ich würde mir eher einen gemischten Beutel wünschen. So 50% Äpfel und 50% Kirschen oder ein anderes Früchtchen oder so. Aber schmeckt trotzdem gut, ja. Noch ein. Noch ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.